Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Wir haben den 20. Und ausnahmsweise ist das jetzt mal wieder eine Live-Session mit Livestream. Das heißt, nicht wundern, wenn ich plötzlich irgendwie anfange, irgendwas zu reden. So. Denn das hier ist ein Ersatzspiel für Dark Brotherhood, was gerade nicht richtig funktioniert. Weil mir da die Quests abgelaufen sind und das Spiel. Und damit man das hier jetzt auch sieht. Wenn wirklich alle DLCs so sind wie Dark Brotherhood, dann kriegen sie alle eine schlechte Note von mir. Das Grinden ist nicht mein Ding. Aber dennoch, man möchte ja die Quests haben und so. So, was soll ich machen? Kann man am besten hier mal wieder vorlesen, würde ich sagen. Oder ich laufe gerade... What? Nee, ich war schon da drin. Aha. Ist sie deine erste Charakterin? Hat gerade gefragt. Also den hier, den ich jetzt gerade spiele. Nein. Das ist die dritte oder zweite Charaktere, glaube ich. Mindestens die dritte. Vielleicht sogar die vierte. Weil vor Elder Scrolls Online gab es einen ganz anderen Charakter. Dann gab es einen Charakter Wipe, den ich durchgeführt habe. Und ich habe dann plötzlich einen neuen Charakter. Nämlich die hier. So, wir haben ein Verlies, glaube ich. Fragezeichen. Ja, wir haben ein Verlies. Hab ich schon gemacht, ich weiß aber nicht mehr, was hier passiert. Was für ein wunderschöner Tag. Wir hätten uns kein besseres Wetter für das Fest wünschen können. Warte mal, ich editiere mal eben. So. So. Nur, dass nicht wirklich jemand irgendwann kommt und sagt, das wäre hier nicht DB. So. Willkommen zum Erntefest. Ist dies euer erster Besuch im Weihegrund des Finsteren? Weihegrund des Finsteren? Der Finstere ist einer der alten Götter, die Quelle allen Zwists und der Gott der Missernten. Laut der örtlichen Traditionen sorgt es für eine gute Ernte, wenn man ihn beschwichtigt. Abergläubischer Unsinn, aber ein hervorragender Vorwand für ein Fest. Wie wollt ihr den Finsteren beschwichtigen? Erst sammeln wir Körbe voller frischer Äpfel und Säcke mit gesundem Getreide. Dann verbrennen wir sie zu seinen Ehren auf dem Opferaltar. Danach kommt dann das Festmahl. Helft uns beim Sammeln der Opfergaben und ich sorge dafür, dass ihr einen Ehrenplatz bekommt. Das klingt fair. Mögen unsere bescheidenen Opfergaben Sheos Gnade über uns bringen. Dann feiern wir. Glaubt ihr wirklich, dass diese Opfergabe für eine gute Ernte sorgen wird? Wie ich schon sagte, es ist wahrscheinlich nur ein Aberglaube. Doch wie mein Großonkel Nikodemus immer sagte, schaden kann es nicht. Lasst ihr immer Fremde am Feste teilnehmen? Wir sind freundliche Leute hier im Weihegrund. Wir teilen unsere Traditionen mit allen, die sie respektieren. Und es tut immer gut, ein neues Gesicht am Tisch zu haben. Ist ein geiles Wort eigentlich, was ich jetzt gerade im Chat lese. Hab mir Sommers End auch für die Kalektra Edition gekauft. Hätte ich auch gern. Und ein Reittier in den kleinen Greifen. Ich will auch die Kalektra Edition. Ich habe nur die Collector's Edition, die digital. Ich würde gerne mal wirklich eine anständige Collector's Edition haben. Ich habe Diablo 3, Reaper of Soul habe ich hier stehen und Void of the Dark oder wie auch immer das. Oder Into the Void, keine Ahnung wie das heißt. Von StarCraft 2. Aber ich habe nicht eine einzige Collector's Edition in physischer Form von Elder Scrolls Online. Warum? Weil es die Scheißdinge nur auf Amazon gibt. Und ich kaufe da nichts.
Weil ich mag die nicht. Nein, ich bin mir gezwungen, das über Lokalhändler zu kaufen. Was ist das gezwungen? Ich will es über Lokalhändler kaufen. Aber die haben es nicht. Die kriegen es nicht. Und das ärgert mich. So. Nehmt euch ein Beispiel an Activision Blizzard. Die machen das. So, zurück zum Spiel. Was will ich machen? Ich werde es mal vorlesen. Ich habe hier neue Materialien gekriegt. Jetzt darf ich mal wieder die Leute lesen. Das ist ja wirklich ganz toll. Das ist ja sehr allerliebst. Wenn das schon anfängt, wie spricht man die? Magst du Katzen, mein Schatz? Das alte Großmütterchen liebt seine kleinen Fellknäuel und sie sind so schlau und anspruchslos, dass es sich ohne großen Aufwand um sie kümmern kann. Manchmal bringen sie ihm Geschenke, wenn sie die Nagetiere davon abhalten, an seine Waren zu knabbern. Gut. Oh Gott. Hab sie mir aber im Kronenshop gekauft für 30 Euro. Achso, die Collectors, ne? Ne, Haxe kommt zum Schluss, der ist immer toll. Gibt es Waldelfen, die mit Holz arbeiten? Ja, Nimriel Shady Shade zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie sie mit dieser Schuld umgehen sollen. Es ist merkwürdig, aber bevor ich von daheim fortging, habe ich mir solche Fragen nie gestellt. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Lieferung und ignoriert gern all meine Fragen. Wenn ihr möchtet. Ich bin mir sicher, ihr werdet im weiteren Verlauf meiner Reise schon Antworten finden. Mein Bruder Edstab hatte gestern Abend vielleicht einen zu viel getrunken, wenn er Schwurstein und Bane, er hatte einen Shellhay geschaffen. Der Geister Schwert, die er alten Schwertheiligen sie führte. Ich fragte ihn wie, und er antwortete ganz selbstverständlich, durch reine Gedankenkraft. Ich musste ihm mit Ausschluss aus der Familie drohen, damit er ein Schwert zur heutigen Exkursion mitnahm. Mein Kopf tut mir heute weh. Naraski und ich werden morgen heiraten. Wir haben heute ein paar gute Vorräte für euch gefunden und gar nicht gestritten. Axel. Axel, der Nord, der irgendwie denkt... Keine Ahnung. Wenn ich ein Bild von ihm... Ich denke mir, es ist ein Kind. Bestimmt ein Kleinkind. Sammelt Pfäpfel. Pfäpfel draußen. Und Getreide auch. Warte mal. Nehmen wir da. Oh, schönes Bild. Ja, sehr schönes Bild. So, erstmal schön. So. Und. Hey, wo ist die Sonne hin? Wie mache ich die Sonne jetzt wieder hin? Nö, das war vorher besser. So, Sonne nach oben. Ja, sehr schön. Schön die Sonne in der Mitte. Schön direkt hinter das Elder Scrolls Online-Logo. So dass man es nicht mehr sieht. Gut. Erntezeit. Wir machen ein Fest. So, jetzt noch einfach. Wird es immer dunkler hier oder kommen wir es nur so vor? Kommen irgendwie nur so vor, hoffentlich. Die Kalektra Edition. Wir sind in Glen Umbra. Dort sind übrigens Bretonen heimisch. Also das heißt, ich bin mitten in meiner Heimat. Und das heißt, das Fest ist mir nur nicht unbekannt. Eigentlich. Brüder und Schwestern, der Neuling hat dem Finsteren ein Opfer dargebracht. Feiert mit mir. Den Finsteren? Sowas aber nicht abgemacht, Jungs und Mädels. Finsterer, strenge Hand der Ernte, Meister von Fäule und Überfluss, nehmt dieses Geschenk an, nähert euch und werdet stärker. Möge seine Wurzeln immer tiefer wachsen. Möge der Toast ihm sehr gut schmecken. Gute Arbeit. Als letzten Schritt müsst ihr Erde über das Feuer streuen. Warum Erde? In den Legenden heißt es, so wie die Feldfrüchte sich von der Erde des Weihegrunds nähren, so nährt sich auch der Finstere.
Außerdem ist es eine Tradition. Tut uns den Gefallen. Okay, ich schmeiß Dreck darauf. Hier. Hier, Feuer. Achso. Was? Ah ja. Huch. Nein, ich bin ins echte Verlies gerutscht. Ja. Willkommen, das ist das Verlies. Und ich glaube, ich habe das gehasst. Weil das auch nicht gerade so ein einfaches Verlies ist, meiner Meinung nach. Jetzt erstmal Tunnel durchsuchen. Kann auch schon mal... Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was geht hier vor sich? Wo bin ich? Helft mir, mich von diesen Wurzeln zu befreien. Dann werde ich alles erklären. Warum erklärt ihr es nicht jetzt? Selbsterhaltung. Erst die Wurzeln, dann die Antworten. Aha, ja, was kann ich tun? Der tote Schröter da drüben. Ich habe ihn getötet, bevor die Wurzeln mich packten. Schneidet ihm die Feuerdrüse heraus und verbrennt damit diese Wurzeln. Beeilt euch. Ja, Herrin. Boah, ist bestimmt gesund. Tut bestimmt nicht weh. Ist ein bisschen brennt. Wir haben Glück, dass ihr vorbeigekommen seid. Wir haben eine Menge Arbeit. Ich war beim Erntefest. Wie bin ich hierher gekommen? Das war kein Erntefest. Diese Leute waren Daedra-Anbeter und wir schweben in schrecklicher Gefahr. Wir müssen aus diesen Tunneln entkommen. Das waren Daedra-Anbeter. Dafür waren sie aber sehr nett. Gibt es einen Weg hier raus? Wir sind direkt unter dem Baum. Nur, dass er kein Baum ist. Er ist ein niederer daedrischer Fürst. Die Wurzeln des Baums sind der Schlüssel. Er leitet finstere Energien durch sie, um dieses Taschenreich des Vergessens davon abzuhalten, in sich zusammenzufallen. Das Vernichten der Wurzeln wird ihm schaden. Wie kann ich die Wurzeln vernichten? So wie ihr mich befreit habt. Setzt Schröterdrüsen ein, um die Wurzeln in diesen Höhlen zu verbrennen. Das sollte ihn schwächen. Ich plane währenddessen unsere Flucht. Sucht mich wieder auf, sobald ihr die Wurzeln verbrannt habt. Ich habe noch Fragen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wer seid ihr? Evelyn. Ich war Teil eines Magierzirkels, der die Grenzen seiner Beschwörungskunst auslotete. Ich würde sagen, wir hatten unerwartet durchschlagenden Erfolg. Abgesehen von der tödlichen Gefahr. Was habt ihr beschworen? Einen niederen daedrischen Fürst. Auf dieser Ebene manifestiert er sich als riesiger Baum in der Mitte des Weihegrunds. Ist all dies das Werk des Finsteren? Nein, das war nicht das Werk eines bretonischen Gottes. Das Wesen, mit dem wir es zu tun haben, ist ein Dremora-Fürst. Er hat die Gestalt des Finsteren angenommen, um die Leichtgläubigen in die Falle zu locken. Warum genau habt ihr dieses Ding beschworen? Die Suche nach göttlichem Wissen, angeborene Neugier, es hatte viele Gründe. Hört mal, wenn wir gewusst hätten, dass dieses Ding unseren Zirkel der Verderbnis preisgibt, einen alten Erntegott verkörpert und den Lebenden die Seelen aussaugen würde, hätten wir es uns sicher anders überlegt. Wo sind wir? Tief unter den Wurzeln des Baums. Aber wie kann sich all diese eine Höhle im Hafen von Dolchsturz befinden? Wir sind nicht mehr in Glen Umbra. Der Weihegrund und diese Tunnel existieren auf einer anderen Ebene, einem Taschenreich. Je mehr der Baum wächst, desto größer wird dieses Reich. Wenn wir ihn nicht stutzen, könnte er halb Glen Umbra vernichten. Aha, wie komme ich denn hierher? Ich kann nur vermuten, dass man euch geopfert hat. Ich weiß nicht, warum ihr nicht sofort verschlungen wurdet. Die Seelen der Lebenden sind wie Speis und Trank für dieses Ding. Doch. Gut. Ende des Gesprächs. Ja. Also, Schröterdrüsen weitersammeln und dann die Wurzeln vernichten. Das ist das Ziel. Ach ja, bei der Dunklen Bruderschaft musst du, glaube ich, nur 2 Aufträge machen und dann kannst du die Hauptquest weitermachen. Oder du musst einen Rang aufsteigen. Naja, ich werde es ja sehen. Ich mach's, wie gesagt, offscreen. Und weg mit der Wurzel.
Spiel ist ganz schön laut auf mein Ohr. Ich hoffe, es ist nicht zu laut bei euch. So. Ich weiß nicht, machen wir gerade Catwells Gold prinzipiell? Mal kurz gucken. Ich glaube, es müsste Catwells Gold sein. Ja. Das ist die Deutschodurz-Bündnis-Quest, die ich jetzt durchgehe. Also von A bis Z. Von Anfang bis Ende. Und da passt das dann ganz gut. Dadurch sind, dann können wir uns über anderen Sachen beklagen und beraten. Ey, oder zwei. Ah, nee. Habe ich nicht gerade welche umgebracht? Oh, der liegt schon ein bisschen länger hier. Der ist ja nur noch Haut und Knochen.